Guten Abend, Fräulein Doktor. Guten Abend, Herr Korn. Dass Sie mich noch erkennen, hätte ich nicht gedacht. Ja, Ihre Niere war aber auch in einem unvergesslichen Zustand, Herr Korn. Fräulein Dr. Vollmer war nämlich mein letzter großer Eindruck, bevor ich meine linke Niere losgeworden bin. Sie gestatten auch, dass ich Ihnen die Dame entführe. Aber ich habe gar keine Bedenken, ich kenne doch Ihren Gesundheitszustand. Herr Dr. Fabian war der Arzt, der Sie operiert hat. Ach so. Ich habe immer gehofft, dass Sie mich anrufen werden. Tatsächlich, wegen der anderen Niere? Haben Sie denn nicht gemerkt, dass ich während der Narkose, ich meine vorm Einschlafen, immer meine Telefonnummer aufgesagt habe? Ach, das sollte Ihre Telefonnummer sein? Das hat aber ganz anders geklungen. Was habe ich denn gesagt? Mami, bitte hilf mir. Wann darf ich Sie anrufen? Seien Sie vorsichtig. Sie könnten ja wieder mal krank werden. Und dann hat Sie Dr. Fabian wieder auf dem Operationstisch. Soll das heißen, dass dieser Nierenklau, ich meine, dass er... Bisher ist mir nichts Besseres begegnet. Auch heute Abend nicht.